Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trains in World. Ich hoffe, ihr habt noch Interesse an dem Spiel. Es gibt nämlich ein paar kleine neue, ich sag mal, Repaints und Mods. Es gibt mittlerweile richtige Fahrplan-Mods für TSW von einer, ich glaube, tschechischen Seite. Und derjenige hat es geschafft, den Talent 2 hier nach Wuppertal-Oberbarm zu bringen. Leider nicht die Schwebebahn, die auf der Strecke wäre natürlich interessant. Nein, aber wir fahren heute den Talent 2 tatsächlich in DB-Regio-Lackierung, also in der verkehrsroten DB-Lackierung. Wir steigen mal ein. Es ist eigentlich ganz cool, dass man den jetzt hier fahren kann. Eigentlich fährt hier ja der National Express Talent 2. Ich dachte mir aber, komm, eigentlich ist das auch schon echt gut. PZB, sie fahren an. Die Batterie müssen wir auch noch einschalten. So. Dann aktivieren wir den Zug. Stellen auf Richtung vorwärts. Dann können wir mal den Stromabnehmer heben. Hat er sich gehoben? Das müssen wir jetzt gucken. Der ist oben. Perfekt. Dann schalten wir den Hauptschalter ein. Rechts die Türen können wir freigeben. Und ja, neben uns fährt die Baureihe 422 ein. Mit der werden wir auch mal unterwegs sein. Aber dann vermutlich auf der Main-Spessart-Route. Wie gesagt, man kann das hier jetzt alles fahren. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Da konnte ich hier irgendwo die Lichter einstellen. Wie ging denn das beim Talent 2? Ja, perfekt. Zugziel konnte ich ja nicht einschalten, oder? FIS. Gucken wir mal. Moment. Zug Besi. Nee, das funktioniert leider nicht. Aber das ist auch nicht so weiter tragisch. Das funktionierte ja noch nirgendwo beim Talent 2. Es funktioniert ja nicht mal auf Ruhe auf der Rapid Transit, wo der Zug ja eigentlich verkehrt. Wir werden uns jetzt mal hier hinsetzen. Und dann werden wir mal einen schönen Screenshot davon machen. So. Und jetzt warten wir quasi nur noch darauf, dass wir in Richtung Wuppertal Hauptbahnhof abfahren dürfen. Eigentlich fährt der Zug ja nach Bonn-Mehlem. Beziehungsweise zu Zeiten der DB Regio auf der RB 48 fuhr der Zug eigentlich eh nur bis Wuppertal Hauptbahnhof. Das Ganze ist hier, gut, die 442 sind in der DB-Lackierung nie auf der RB 48 gefahren. Immer nur National Express. Bei der DB waren es die 425er bis 2015. Und 111er mit N-Wagen gab es auch noch relativ lange. Ich glaube aber tatsächlich nur bis 2013 oder 2014. Ich habe da aber auch noch die 10er drauf erlebt. Gut, die 10er fährt ja für National Express auch ein paar Umläufe hier auf der RB 48. Von dem her. Bitte was? Ach, wir können die Tür hier mal zumachen. So, Dark Mode, besser.
Zug. Nächster Halt Celle. Finde ich immer noch interessant. Nee. Okay. Das hat keinen Effekt. Tempomat. Gut. Dann sind wir ja jetzt gleich abfahrbereit. Oder? Ja, ja. So, noch ein paar Sekunden. Und dann werden wir als RB48 fahren in Richtung Wuppertal Hauptbahnhof. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Die Ausfahrt steht. So. So, Türen zu. Ach ne, wir sollen die Tür noch offen lassen. Ja, das müsste jetzt klappen. Noch die paar Sekunden. So, Türen verriegeln. So. Jetzt warten wir mal, bis der in Dauerlicht übergeht. Scheint er nicht. Wenn wir die Tür nochmal freigeben. Und jetzt. So, da hatten wir eine kurze Türstörung. Die haben wir uns quasi selber reingebastelt gehabt. Keine Leistung. Ja, jetzt. Da waren anscheinend die Federspeicher angelegt. Interessant. So, wir befreien uns mal, weil wir dürfen 40 fahren. Oh, wir dürfen sogar 60 fahren. Dann ziehen wir mal hoch auf 60. Stimmt, es geht ja ins Ferngleis. Die RB48 fährt ja über das Ferngleis. So. Noch machen können ist. Nein, ich wollte eigentlich genau das Rollo runterziehen. So. Jetzt legen wir den Hebel wieder vor. Die Schwebebahn hier rechts neben uns. So, das Wuppertal-Barmer Elektrizitätswerk. So. Fährt sogar eine andere RB48 mit Talent 2.
Nett. Okay, er bremst aber interessant schlecht. So, da muss man dann vermutlich die Druckluft dann dazu nehmen. Ich bin aber eigentlich echt ein kleines Stückchen begeistert, was jetzt endlich möglich ist mit Train Sim World. Irgendwie macht mir das auch Spaß, gerade hier mit dem Talent 2 umher zu cruisen. So, Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Und schließen. So. Und die Türen sind zu. Und Leistung. So, jetzt geben wir einfach Stoff Richtung Hauptbahnhof. Was ich noch komisch finde, ist, dass ich während der Fahrt aus Versehen den Richtungswender nach 0 stellen kann. Ich weiß gar nicht, ob das in Realität auch geht, wobei könnte sogar funktionieren. Der dürfte dann aber eine Zwangsbremsung auslösen. So, jetzt geht's hier durch Wuppertal-Unterbarm. Ich müsste eigentlich echt mal meine Storytime machen. Das müsste ich dann mit demjenigen machen, der bei der Geschichte dabei gewesen ist. Interessant. So, das war eine Überlagerung. Ja, ich bin gerade hier ein bisschen mehr so am Gucken auf die Strecke und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen begeistert. Das jetzt mit dem Talent 2 funktioniert, da muss ich auf jeden Fall noch einen guten Screenshot machen gehen. So, jetzt fahren wir im Hauptbahnhof ein. Ich finde diese zwei Oberleitungen hier ziemlich komisch. So. Und halt Fahrgäste aussteigen lassen. Und fertig. Damit übernimmt der Wuppertaler Kollege und fährt den Zug dann weiter nach Bonn-Mehlem. So, die Leute laufen alle weg. Perfekt. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich die Tür noch verriegeln. Da kommt schon der Nächste. Es ist echt.
echt gut gemacht, das muss ich sagen. So. Sandpunktswahl. Perfekt. Gut, und damit bedanke ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann gehen wir. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vom Let's Play Trains and World. Vielleicht fahren wir ja noch mit der S9 einfach mal. Den 442. Weil die S9 fährt hier nur bis Wuppertal Hauptbahnhof. Das macht auch keinen Sinn. S8 wäre angenehmer gewesen. Aber vielleicht. Gucken wir. Aber vielleicht kommt ja nochmal was. Eigentlich soll der hier auf dem RE7 zur Verfügung kommen. Beziehungsweise vielleicht jetzt auf dem RE4. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.